die Idee von Marlon und Suse da einfach mal handyfrei 4 Tage voll zuzubringen, ne? Das ja, war einfach genial. Also man war einfach anwesend. Ja, also man hat auch nichts vermisst. Also so völlig zeitlos und handylos, wie auch immer. Also das war schon, es war schon sehr erholsam. Also die 4 Tage waren wie ein 3 Wochen Urlaub. Das war gerade so, wo man sich gerade so ein bisschen dran gewöhnt hatte an die Situation, an die Menschen, an das Umfeld und auch an die Übernachtungsmöglichkeit. Und wo man gerade dachte, Mensch, da passiert jetzt gerade was. Ne? Sämtliche Vorträge, sämtliche Themen, die dort angebracht wurden, auch von den Referenten und so, fanden wir also wirklich ganz toll, ganz klasse. Also Teilnehmer, ne? Das war ja total ganz, ganz locker gehandelt. Ne? Also da konnte jeder so ein bisschen was beitragen aus seinem Bereich, wo er eben fit ist, ne? Da konnte man sich ganz, ganz easy da eintragen. Ja. Yoga konnte man machen, auch glaube ich eine Meditation war morgens immer mal angegeben. Ne? Es war immer eine Meditation dabei, ne? Dann war aber auch die Atemmeditation. Die Fußreflex-Zonenmassage war ja auch absolut toll. Also da wurde so ein bisschen was auch erzählt. Genau. Welche Bereiche, also dass im Prinzip ja alle Meridiane von den Fußsohlen aus abgehen und wie man sich da so, ja, auch wie man da genesen kann, wenn man wirklich Blockaden hat mit Anleitungen. Also das war wirklich sehr, sehr spannend und aufschlussreich. Ja, von dem Thema Purismus, also puristisch leben. Ja. Ne? Dann, wie baut man ein Haus, ein Holzhaus, also ganz toll gemacht auf so im Ursprung, wie es eben früher gemacht wurde, ohne Nägel und Schrauben. Wo man auch das Gefühl kriegt, man kann auch wirklich was schaffen. Man muss nicht unbedingt alles so kompliziert sehen, man muss nicht alles irgendwo immer denken, das müssten ja andere für einen machen, man kann es selber nicht. Nee, das sind so ganz tolle, einfache Impulse gewesen, wo man das Gefühl hat, Mensch, man könnte auch selbst was bewegen. Ne? Ja. Das ist also auch ganz toll. Die Eigenkreationen der ganzen Rezepte, Säfte, Smoothies, also wie crazy und verrückt manchmal die Zusammenstellungen sein mögen, aber im Endeffekt kommt dann immer was total Schmackhaftes und Leckeres zustande. Also auch das gemeinsame Essen einmal am Tag, wo jeder was zubereitet hat und dann haben wir so an der großen Tafel, also Fußbodentafel, wie auch immer, gesessen. Aber da zählt auch, glaube ich, auch das Umfeld, ne? Also dass der Ort, dass es ein Kraftort ist. Und man konnte schon erkennen, dass da schon dieser Ort auch etwas hatte an sich. Also das muss man schon so ganz klar sagen. Sehr, sehr inspirierend. Also auch so, wenn man so an Feng Shui oder an Geomantie denkt oder so, ist das sicherlich ein interessanter Ort, wo man auch. Deswegen ist es auch so wahrscheinlich, dass wir auch alle Impulse bekommen haben. Ne? Also es gibt keine Zufälle. Ne? Also das war jetzt einfach nur mal ein kurzes Statement. Genau. Und Dankeschön auch auf diesem Wege nochmal an Marlon und Suse von Susi. Von Raw Future. Ja. Ne? Also, dass wir dabei sein durften und das einfach mal erleben durften. Also so, dass die Chemie hat einfach funktioniert also wirklich ganz, ganz klasse. Ja, und dann haben wir einfach mal so versucht, so punktuell so dieses Feeling mal ein bisschen einzufangen, ne? Ja, habe ich ja was gefilmt, so wie alle anderen ja auch dann teilweise gefilmt hat, ein bisschen was. Und das lassen wir einfach euch jetzt hier im Anschluss zukommen. Haben wir auch, ne? Mit Liebe gemacht, ne? Kann man so sagen, ne? Einfach mal so in das Feeling ein bisschen abtauchen können. Genau. Ja. Und das wollen wir euch nochmal als Dankeschön nochmal zukommen lassen. Und dann wünschen wir euch alles, alles Liebe, alles Gute. Und ich denke mal, wir werden mit ganz, ganz vielen in Verbindung bleiben. Und wir freuen uns schon einfach drauf, auf diese neuen Freundschaften, die dann kommen werden. Alles Liebe euch und bis bald. Eure Birgit und Marc. Und Marc.
überlegt. Das ist ja falsch von Kindern gelernt. Viel Spaß. Genau. Wenn der Ballgang hochkommt, in der Stadt viel, alles fällt, danach hat man das nämlich. Ne? Genau. Das ist ja dieser Indianergang, den man eigentlich machen soll. Ne? Vorderfuß. Genau. Der kann ich auch nicht. Da muss ja komplett dein Gehirn da neu drauf. Ich hatte da tatsächlich zu Beginn auch richtig Muskelkater in den Waden, als ich komme noch zu merken, was als erstes. Zum Glück dann vielleicht ein bisschen lieber. Ja, das sieht ja total komisch aus. Du kannst aber, wenn du Wasser drin hast, einfach die Muskelpumpe machen. Das heißt, Beine strecken und ganz zügig beide Füße pumpen. Dann hast du den Rückfuß wieder zu nehmen. Mir ging es ja richtig gut. Ist ja auch wieder ein weiterer Vorteil vom Liegerad. Du musst ja auch nicht total schnell fahren. Ja. Tretron hat zum Beispiel das Problem. Das geht schon auf die Gelenke. Samuel ist schon so voll im Traum. Ich sehe das schon. Liegerad im einfachen voll weg. Ja. Siehst du, das ist dieser Massageblick, wenn man mehr in der Hand ist als woanders. Das ist super. Ja, ist das da wirklich? Ja. Ich bestimmt meine Schulter wieder. Nackenbereich bestimmt wieder. Ja, das ist ja schön. Habe ich mir gedacht. Ja, dann ja. Aber am Anfang des Schlusses habe ich nichts gespürt. Ja, ja. Man sitzt ja in der Harnröhre und auf dem Geschlechtsteil. Rückenschmerzen, also die Aufrechtsträger. Ich habe persönlich nicht viel von. Das ist also nicht bewegen, aber man kann es eben auch gesünder machen. Ja, die gerade ist schon sehr entspannt. Gerade in Ungarn gucken, als wären wir gerade aus unserem Raumstück raus. Ja. Das ist völlig verrückt, die haben sowas noch nie gesehen. Ja, also irgendwie hier gibt es einen großen Laden. Ja, tatsächlich. Hätten wir doch noch die Yoga-Matte mitnehmen sollen. Wahrscheinlich, ja. Oh, Entschuldigung. Ich bin jetzt gerade so rege Verkehr. Naja, das ist ja nicht schlimm. Also heute dann kurz mal Atemmeditation. Und ab 16 Uhr geht es dann wieder. Dann im Norden. Und dann abends. Vorbereitung fürs Essen, 9 Uhr schon am Sonntag. Ja. Wo? Am Sonntag, 9 Uhr schon. Ja, da ist dann früh aufstehen, ne? Aber haben wir ja kein Problem mit. Du vor allen Dingen. Hä? Du vor allen Dingen nicht. Ich bin heute aufgeworfen. Aber nur weil ich schon wach war und sich wach gemacht habe. Das ist cool. Das ist so wie so ein altes Ehepaar, die beiden hier. Klasse. Sehr angenehm, ja. Echt. Schön. Noch kürzer sein, also nicht senk, eine Winkelrunde, sondern mit dem Wasser. Hat man den Schnittpunkt hier hinten verzogen, dann wird das Holz in sich nochmal schräger haben. Und der Hexenschnitt heißt Hexenschnitt, weil früher die Alte den Schnitt so verhext haben. Also das ist so das Oberste an Fachliche, was es eigentlich jetzt so gibt. Im Normalfall für Geselle. Wenn wir das soweit haben, tun wir den Zapfen die Stärke bestimmen. Man sagt immer ein Drittel, zwei Drittel. Das heißt, zwei Drittel bleiben stehen, ein Drittel fällt weg. Das wäre jetzt bei 4 cm, wäre das halt ein Zentimeter circa, was wegfällt. Das heißt, wir tun jeder Seite halbe Zentimeter machen. Wir machen jetzt 1 Silber. So. 7. So. Wer will noch auf die andere Seite? Gewinn uns jetzt ja noch mehr. Gewinn ist halt nicht mehr. Das bricht ab. Ich habe von der ganzen Welt nichts mehr, wo gerade vom Wind gekommen ist und beim Umschlagen. Das ist das größte Schlag, oder? Da ist der Hammer. Ich mag es auf der anderen Seite raus. Ganz einfach, ohne Schraube, ohne irgendwas. Ja, top.
schnell. Lächeln. Möchtest du lächeln, Schatz? Dein Ernst? Lauter. Wir wollten dir eine Freude machen. Dass nee, du kannst ruhig ein bisschen hier rocken. Ja, dann hast du nämlich hinterher eine ganz tolle Erinnerung hier dran. Oh, guck mal. Da unten. 13.38 Uhr. Ah. Ist nichts mehr mit Kaffee. 14 Uhr ist Atemmeditation. Was ist 14 Uhr? Atemmeditation. Ach so. Wir nehmen cool. Die. Ich finde das richtig toll, ja. Ich auch. Finde echt cool. Hier vorne, wo die Jenny das Zelt hat, ein Freund kam raus und wo du da so gespielt hast, da horchte er und guckte. Wo kommt denn das her? Ja. Fand er cool. Ja, vor allem. Vielleicht hört man das. Na, ja, ist doch hier vorne gleich. Es ist ein geiler Sound, weil das Zelt macht einen so, macht es so mystisch. How are you coming to the tree? I told you to run, so we'd both be free. Strange things that happen here, no stranger would it be. We've met at me. Da, lächeln. Lächeln, lächeln, lächeln. So, dann findet langsam zusammen und kehrt mit der Aufmerksamkeit in euch. Dann lade ich dich ein, genau dahin zu atmen, um mal neugierig zu schauen, was da so ist. Und dann lade ich dich ein, mit deinem Atem den Körper zu reinigen, indem wir durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen und somit alles Verspannte und Unerwünschte aus dem Körper loslassen. Kaffeemeister, unser Barista. Ich bin der Kaffeemeister. Der Barista. Das ist unsere Musikerin. Ja. Wir sind jetzt hier
live, wollte ich fast sagen, für die Zuschauer, die hier sind, auf dem Rome Future Camp Event 2018. Und ich habe mir gedacht, weil wir haben hier so viele tolle Instrumente, also Gerätschaften vor Ort, wie zum Beispiel zwei verschiedene Umkehrosmoseanlagen. Ja? Eine Umkehrosmoseanlage funktioniert ganz einfach. Man füllt Wasser ein, ja? Und das wird dann durch verschiedene Filter, durch Membrane gepresst und dadurch wird dieses Wasser auf sehr qualitative Art und Weise gereinigt. Ja? Also nicht wie die herkömmlichen Filter, die man aus dem Supermarkt kennt, sondern es wird eben, ja, man kann das schon destilliertes Wasser nennen. Ne? Dann haben wir auch noch einen Dampfdestillierer. Das ist das Wasser hier und wir haben einfach ganz normales Wasser aus der Leitung. Man sieht schon, dass das viel milchiger ist. Ne? Das ist schon interessant. Jetzt würde ich sagen, dass mal irgendjemand sein Handy anmacht. Machen wir. Jetzt haben wir zwei Leute. Also das ist an, aber es ist im Flugmodus gerade. Willst du mal irgendwo draufklicken oder ins Internet versuchen zu gehen? Also ich habe jetzt, ist jetzt im Flugmodus. Ja, geh mal aus dem Flugmodus raus. Ja. Oh, jetzt hat das aber was registriert. Das muss ich mit, unten mit dem Messer dran halten, oder? 1000 Volt pro Meter. Mehr okay. Als 5000 Volt pro Meter. Ja. Das sind noch andere Geräusche, das Handy. Gut, ja. Ich gehe mal wieder in den Flugmodus. Das wäre gut. Aber ich denke, ich werde dieses Video nicht veröffentlichen. Oh, umsonst aufgenommen. Das kann ich dem Hersteller nicht antun. Die sagen, das hat uns alle irgendwie nicht überzeugt. Oder wer hat wen überzeugt? Also mich jetzt nicht. Nee, nicht so richtig. Und auf meinem Kanal will ich eben auch nur Geräte präsentieren, die ich auch wirklich gut finde. Ne? Wenn zum Beispiel hat, den Ain't a Juicer oder den Vitamix, das sind ja Geräte. Das ist wieder da. Morgen wird das. Es ist nicht wieder da. Es ist natürlich super doof. Ja, gut. Jetzt. Die anderen, die er mit hatte, die waren wahnsinnig. Nee, cool. Eine fand ich nicht so, aber zwei fand ich gut. Also zwei fand ich besser als die anderen. Ja, aber Jack wird mir jetzt nochmal zur Abwechslung gut. Ja. Ja, du bei dir mal mag. Der ist auch so, der gehört die ganze Sache. Wir fangen dann jetzt einfach an, ne? Also, wie sieht das aus? Wollt ihr vorher wissen, was wo genau drin ist? Könnt ihr da mal die Hand heben? Wer möchte das gerne wissen? Wem wäre das wichtig? Das wichtig, weil es ist interessant. Ja, wenn es jetzt nur zwei Leuten wichtig ist, dann... Mir wäre wichtig, ob irgendwo Sesam drin ist. Ja, hier. Okay. Aber es ist sichtbar. Dann würde ich einfach sagen, erklärt's kurz. Dann haben wir alles, bevor einer noch umkippt, weil er irgendwie Erdnuss oder was weiß ich nicht gegessen hat. Ja. Was haben wir hier? Löwenzahnpesto war das. Löwenzahnpesto. Dann haben wir hier Tamarinde, eine Fruchtplatte, ein Salat. Jawohl. Mit einem Avocado. Okay, Avocado, Tomate, ja. Sesam. Dann haben wir hier, Sesam. Dann haben wir hier das, was ich mit Marlon gemacht habe. Da sind so Walnüsse drin und auch Chilis. Ein Hauch Chili. Gibt es denn was, was du zubereitest ohne Chili? Kurzer Themenwechsel, ja. Also hier sind also Walnüsse, also es ist schon scharf für Leute, die nicht scharf essen. Ne? Und ja, Tomaten, getrocknete Tomaten, ein paar Kräuter und Gewürze. Und das ist eigentlich die Soße zu den Linsen. Das ist so das Grundnahrungsmittel und das ist die Soße dazu. Na, hier, Linsen eingeweicht. Dann haben wir hier ein Rezept. Sieht aus wie eine Suppe, oder? Kann da jemand was zu sagen? Ja, ist schön, danke. Susi? Nee, von uns. Nee, rein. Ja. Das ist eigentlich als Salatsoße. Da sind Wildkräuter drin, die wir gesammelt haben. Und die Soße ist so aus Sonnenblumenkernen.
Okay. Leinsamen. Ich glaube, da ist auch Sesam drauf, so ein bisschen. Als auch Dekor. Sesam. Ein selbsterklärender Salat, glaube ich. Ne? Mit Sonnenblumenkernen. Mit Sonnenblumenkernen. Da haben wir hier gekeimte Kichererbsen. Ja. Ohne Kicher. Da haben wir hier noch was. Was ist das hier? Dip oder eine Würzunterstützung mit Hansa, okay, ich glaube, ein selbsterklärender Salat mit Oliven und allem, was man sieht. Da sind hier noch zwei Gerichte. Einmal so Bohnen, glaube ich. Nee, das ist es. Banane mit Mandelmus, Kakaonips, Datteln und Zimt. Okay. Okay. Okay, das hättest du nicht erzählen sollen. Das hättest du gesagt. Und hier ist es sowas drin mit... Ja, Karotte mit so einer Tomaten-Mandelsoße. Also Karotten mit Tomaten-Mandelsoße. Und dann haben wir da noch einen Salat mit... Erzähl, was ihr da ja, das ist ein viel geschnibbelter Alles-Salat außer Tomaten. Endlich mal was mit Liebe hier. Bernie, kannst du mehr essen? Kleine Aussprache-Spreche. Ja, ja. Der ist mit ganz besonderen Gewürzen gewürzt von Peter. Da ist sogar sein Bärlauchfest dran. Also das... Wow. Peters Bärlauchpesto. Super. Und dann haben wir hier? Das sind Karotten mit Sonnenblumenkerne und getrockneten Tomaten. Und noch ein Salat. Genau, das war so ein Curry-Couscous-Salat. Also der Couscous ist halt aus Blumenkohl und ist halt noch Kokosraspeln dran. Ja, Curry-Gewürz und noch diverses Gemüse. Dann haben wir hier? Das ist Avocado mit Zitrone, Tomate, Paprika und ein paar Gewürzen und Knoblauch. Das Pulver ist Paprika und kein Chili. Kein Chili. Ja, doch, Cayenne-Pfeffer. Das, was man da oben sieht, so diese... Nee, das ist Paprika. Ach so. Und da ist noch Tamarinde und das war's dann, glaube ich, ne? Ja, bon Appetit. Bon Appetit. Okay. Dankeschön. Gleich mal was zu ja. Na, ihr beiden, hat es euch geschmeckt? Nur vom Löffel noch abzulecken. Am Löffel! Mir hat es auch geschmeckt. Das war so lecker. Das war... Ja. Das war genial, oder? Ja, ja. Das war echt schön, ja. Heute gab es irgendwie sehr wenig süße Dessert. Oh, ihr habt mir einen Löffel versprochen. Was ist jetzt der Löffel? Das war echt der Hammer. Na gut, ich hab ja, theoretisch habe ich ja noch alle Zutaten. Ich kann es ja morgen kommt schon noch. Mal. Ja, guck mal, jetzt noch Blaubeeren. Also Bananen hätte ich auch mal. Ja, wir haben noch viele Bananen. Ja. Mit einer Hand. Einfacher, noch einer Hand. Ja. Nur ein Mädel.
Holzfäller. Oder Fällerin. Hier spielt die Musik. Ist ja egal. Hast du immer gesagt? Bei dir sieht man es aber nicht. Nee, das war mein Spruch. Das war mein Spruch, nicht ihrer. Ja. Ist ja egal. Ist voll geil, wenn so Dinge, die in meinem Kopf so schwirren, andere irgendwie machen, ohne dass ich noch jemals im Händler bin. Das ist schon krass. Ja. Das ist ja krass. Ich nehme einfach so hin, oder? Ja. Das ist Sonne, ist ja normal. Aber eigentlich ist das total crazy. Es ist Samstag, also im Prinzip der vorletzte Tag. 10.15 Uhr. Ja, ich wollte einfach mal drüber reden, wie es ein bisschen ist. Also, wenn ich ehrlich bin, ich habe am Anfang erwartet, wie soll ich das überleben? Ich hatte Angst, dass ich mich überhaupt nicht hier einfinden werde, niemanden verstehen werde, ich ja einfach total der Außenseiter bin, der einfach nicht so denkt wie alle anderen. Und demnach hatte ich extrem Angst. Und habe auch die letzten Tage dann halt nicht so gut geschlafen, kurz davor, weil, wie gesagt, ich habe mir halt total den Kopf gemacht und alle möglichen Sorgen und Gedanken, die eigentlich jetzt im Nachhinein betrachtet nicht nötig gewesen wären, weil die Leute hier sind alle eigentlich total freundlich und ja, jeder ist irgendwie so sein Individuum und jeder hat halt so seine Themen, worauf er spezialisiert ist und so weiter und man kann extrem viel lernen. Und sie sind halt alle total offen und freundlich und herzlich und an sich ist es eigentlich eine ziemlich entspannte Sache. Und ich habe halt auch erwartet, weil ich halt nicht rohköstlich bin, dass ich hier demnach ein bisschen verhungern werde, um das böse zu sagen. Aber das geht eigentlich. Also gestern zum Beispiel gab es ein gemeinsames Essen und die Sachen waren eigentlich ziemlich lecker. Besonders so eine Süßspeise mit, ich weiß nicht, das waren glaube ich Bananen, Mandelmus, Zimt und Kakao-Bites, Kakao-Nips, keine Ahnung. Und aber auch andere Sachen wie Dips, Salate und so weiter. Und halt auch alles vegan und hauptsächlich rohköstlich. Und es hat halt aber einfach irgendwie geschmeckt. Und wir haben ja auch das ein oder andere mitgenommen, was auch rohköstlich und vegan ist hauptsächlich. Aber irgendwie auch lecker schmeckt und... Ich weiß nicht, irgendwie ist es auch so, in den letzten Tagen habe ich eh nicht so viel Hunger, demnach passt das. Ja, sorry für die Unterbrechung, also ja, ihr habt gemerkt, ich habe einen Platzwechsel vorgenommen, weil auf der Wiese gerade ist uns ein Traktor oder Mähdrescher oder was auch immer entgegengekommen, den ihr jetzt auch vielleicht im Hintergrund hört und ja, wir mussten uns schleunigst aus dem Staub machen und dieser Typ hat überhaupt nicht angehalten, wo wir über die Wiese gelaufen sind. Also wir mussten rennen, dass wir da wegkommen, damit wir nicht überfahren werden im Prinzip. Ja, was ich sagen wollte, also die Leute sind hier halt, wie schon gesagt, halt total nett und herzlich. Und ich weiß nicht, irgendwie ist es ein bisschen wie Urlaub. Vor allem, ich fühle mich halt habe mich in letzter Zeit halt nie so besonders gut gefühlt, war mal erledigt, hatte Kopfschmerzen, war irgendwie mehr oder weniger langzeitkrank, chronisch krank, keine Ahnung. Und das ist jetzt halt auch ein bisschen besser. Es ist halt hier wie, als ob man genesen würde. Ja, aber ja, doch, die Leute sind nett. Und vor allem, wir schlafen jetzt im Zelt. Ich dachte da so auch so, ja, mal sehen, wie das wird. Es ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Also, ich habe zum Glück mein eigenes Zelt bekommen, was ich anfangs nicht wusste. Und das einzige Problem ist, die Isomatte ist zu schmal. Das heißt, ich rolle immer während des Nachts von der Isomatte runter und wache dann auf und denke so, warum liege ich jetzt so hart und kalt? Aber an sich, man kann schlafen und ja, man steht irgendwie freiwillig früh auf, weil man halt dann nicht mehr schlafen kann und auch nicht mehr da liegen bleiben will. Und
man ist hier halt ein bisschen frei und ja, man hat halt kein Handy und so, aber das ist eigentlich auch mal entspannt, so, wenn man nicht diese Verpflichtung hat, ständig auf alle Nachrichten zu antworten und das Gefühl haben zu müssen, ja, jetzt habe ich das gelesen, aber nicht geantwortet, so muss ich mich schlecht fühlen, was denken die jetzt von mir? So, es ist halt doch ein Stück Erholung und ohne Stress. Ja, das kann man noch sagen. Also hier werden auch total tolle, also das Programm ist toll, hier werden tolle Vorträge und so angeboten, wie zum Beispiel gestern eine Reflexzonen-Fußmassage. Das war schon irgendwie lustig. Und heute ist auch dann gleich eine Kräuterwanderung dran, da bin ich jetzt auch mal neugierig, wie es wird. Ja, mal sehen, was das alles hier noch so bringt. Oh, da kommt jemand. Hm. Ja, also ich wollte eigentlich sagen, dass hier kann man eigentlich ruhig mal mitmachen. Das ist mal eine tolle Erfahrung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man das, also das ganze Leben über machen könnte, so zu leben, aber mal ist es eine tolle Erfahrung. Man kann es auch mal ein, zwei Mal im Jahr machen. Vor allem, wenn dann auch so Sachen sind wie abends am Lagerfeuer sitzen, einfach mal reden, dann werden irgendwelche Snacks rumgereicht und hier ist eigentlich nicht, dass ich denke, ja, das ist meins, das gehört mir, sondern einfach wirklich, dass man teilt und alle das Gleiche kriegen und so weiter. Also, es ist schon nice. Na dann, ciao. Also, was hier so lila blüht, stinkender Storchschnabel heißt das. Ist jetzt vielleicht nicht so die Salatpflanze, ja, ist auch relativ bitter. Soll aber gegen Magen- oder Verdauungsbeschwerden recht gut sein und bei Hautproblemen. Eigentlich gut zu erkennen bei diesen sehr interessant gewölbt geriffelten Blättern. Könnt ihr auch gerne mal rumgeben oder ihr pflückt euch hier was. Das ist der stinkende Storchschnabel, genau. Oft anzutreffen im Wald, ja, oder an so also Feldrändern wie hier. Ja, das hatte ich nämlich eigentlich noch bevor. Genau. Das probieren? Wie ich die Blüte krieg? Ach so, das wird ja. Sehr gut. Oder nicht. Schmeckt aber ganz gut. Ja. Ist gar nicht so bitter. Also finde ich jetzt gar nicht so bitter. Was machst du auch nochmal? Ja, so ein Storchschnabel genau. Auf der einen Seite, weil er so ein... Die Blüten, wenn die nicht richtig aufgegangen sind, sehen aus wie ein Storchschnabel. Ja, doch, wenn der. Und stinken, weil, wie du gerade sagst. Ne? Genau. Doch, das klappt schon. Die Wurzeln irgendwie stinken. Das nicht. Deins nicht, oder? Und was kann man damit machen? So essen oder wie man kann ihn so essen, aber es ist eher eine Heilpflanze. Ne? Wie gesagt, bei Verdauungsproblemen, bei Magenproblemen ist er gut anzuwenden. Augenblickrot. Genau, Knoblauchrauke kann man auch gerne rumgehen. Da könnt ihr erstmal riechen, könnt ihr auch mal probieren. Die heißt eben Knoblauchrauke, weil sie nach Knoblauch riecht oder Knoblauch schmeckt. Willst du da was zu sagen? Ja, die ist giftig, richtig. Wie heißt sie denn? Da wohnen kleine Elfen drin. Also hier wohnen kleine Elfen drin. Das ist nämlich der Fingerhut. Minimal. Die wollen wir jetzt auch nicht stören, die Elfen, ne? Oder? Die lassen wir mal. Der ist leicht giftig. Ja. Hier hinten sollte man vielleicht nicht essen. Fingerhut. Also hier ist eine Himbeertriebspitze. Die Himbeere kann man daran erkennen, dass sie helle Blattunterseiten hat. Hast du noch was zu sagen für die letzte Nacht? Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich bin jetzt nur runter. Also, okay. Wir haben jetzt nichts mehr zu sagen. Das ist jetzt hier, guck rein in die Kamera. Das ist unsere letzte Nacht hier bei Low Future Camp. Und ein bisschen musst du dich schon zeigen hier, ne, Schatz. Ne? So geht das nicht. Komm, ich geh zurück hier. Ja?
Also, was willst du jetzt sagen? Ich habe nichts zu sagen, ich bin müde. Also, wir sind müde, es ist die letzte Nacht bei RoFuture, bei Marlon und Susi. Ich weiß gar nicht, wie spät ist es jetzt? Ich weiß es nicht. 12:30? Es ist sicherlich zwischen 12 und 1 Uhr und wir wollen euch allen nochmal eine schöne Zeit wünschen und es war eine schöne Zeit auch hier und eine verrückte Zeit mit vielen besonderen Begegnungen. Spannend. Ja, spannend. Wir sind jetzt aber auch jetzt irgendwo sehr, sehr müde und wollen euch einfach jetzt gute Nacht sagen. Was auch auf meinem Kanal zu finden gibt unter Roh. Veganer Grießpudding. Ich nenne das Grießpudding, weil die Konsistenz. Guck mal hier. Ungenossen. Weil die Konsistenz an diesen Grießpudding erinnert, den man ja auch im Supermarkt kennt. Durch die Flohsamenschalen. Ne? Das ist so eine Zutat, kennt ihr wahrscheinlich die meisten. Wird sehr quellend, also bindet Wasser und dadurch kriegt man eben so eine puddingartige Konsistenz. Im Originalrezept verwende ich geschälte Hanfsamen. Die sind natürlich super. Wie ihr wisst, gute. Anzahl an Aminosäuren, also gutes Aminosäurenprofil, hochwertige Eiweiße, hochwertige Fette, sehr bekömmlich, geschälte Hanfsamen bekommt man eben gut diesen Milch- oder Sahneähnlichen, diese Konsistenz und Geschmack. So, da wir die jetzt nicht hier haben, habe ich mir überlegt, entweder nehmen wir Sonnenblumenkerne, eignen sich auch super, oder Cashewkerne. Ich kann mir vorstellen, das schmeckt auch gut mit Cashewkerne. Wenn die meisten dafür sind, würde ich einfach mal so eine Packung hier nehmen. Ja. Entschuldige, mal, darf ich mal was fragen? Stellt sich dafür jemand online, das Susi? Was stellt jemand online? Nee, das sieht das Rezept oder als ob das ein Video noch nicht ist. Das gibt's doch schon als Video. Das gibt's als Video. Die Susi filmt jetzt ein bisschen. Ich könnte brauchen wahrscheinlich ein Video zu diesem Camp-Event und dann nehme ich immer Ausschnitte und dann reicht das vielleicht 20 der Sekunden vor. Wo er das gerade fragt, der wäre lustig. Ja. Das kommt doch mal rein. Film doch nochmal hier, da so wieder. Habe ich gefilmt. Okay, ich glaube, der Benni ist eh schon der Hauptdarsteller. Ja, dann schneid die raus. Hauptdarsteller bist du mal, sind alle hier. Gut, wir haben jetzt hier, ich glaube, jetzt sind doch so viele, hätte ich nicht gedacht, dass so viele Leute da sind. Dann machen wir gleich nochmal eine Portion, würde ich sagen. Ja, weil mehr geht ja auch immer nicht mehr rein. Wir haben also jetzt hier einen Liter gereinigtes, bei 200 Gramm, obwohl, sagen wir mal 150 Gramm. Bei einem Liter, ja eben. Das sind jetzt also ungefähr 110, 120 Gramm. Dann nehmen wir noch ein paar. Ja, das müsste reichen. Eine schwimmt oben. Hallo. Nehmen wir ein bisschen mehr. Dann machen wir ungefähr 10 gestrichene Esslöffel. Ja. Von den Flohsamenschalen und Datteln, eine Handvoll. Ja. Ja. Okay, und dann wollen wir das gute Ding mal anwerfen. Das ist der Omniblend hier. Eignet sich eigentlich ganz gut für den. So. So, mal gucken, ist noch sehr wässrig. Also ich denke, das waren einfach zu wenig Flohsamenschalen. Kann ich da noch Bananen reinmachen? Ja, der passt hier nicht so gut. So. Könnte man auch noch drüber tun, ne? Wer Zimt und Zucker so nach dem Motto. Wer will denn hier mal probieren? Ja. Ja? Lady first, komm. Gib da ein Gesetz. Kannst ja weiterreichen. Hier nehme ich hier mal einen Löffel. Ich tue hier jetzt hier mal ein paar Portionen. Mm. Ne? Da kann sich jeder ja auch Zimt drauf tun, wie er möchte. Wie? Käsepudding. Ja. Mm. Oh ja. Lecker. Mm. Ja. Mm. Mit Suchtfaktor. Ne? Da spritzt auch nichts mehr von Datteln. Ist das fies. Ist das lecker. Ist das lecker. Also weniger Zimt, Suchtfaktor pur. Ja.